Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Oberschwaben. Die ist vom Modder Yogi und hat eine Größe von 798,58 MB. Er schreibt: Willkommen im schönen Oberschwaben, im Landkreis Ravensburg-Biberach. Die Karte ist ein Originalnachbau der Gegend zwischen Bad Waldsee und Obersendorf, oberhalb des Bodensees, mit realen Straßenverläufen und Feldaufteilungen. Die Karte kann als Grundlage für Roleplay genutzt werden, da sie viele Möglichkeiten bietet, um in diverse Rollen einzutauchen. Was euch auf der Map erwartet? Alle Höfe mit Weiden sind Animal Grazing ready. Alle Höfe und BGA sind Männer System ready. Voll ausgebaute KI-Splines für Helfer bis zu den Feldern. Alle Kauf- und Verkaufsstationen haben diverse Öffnungszeiten. Zwei Startoptionen für leichte und anspruchsvolle Fütterung. Reale Kennzeichen verbaut. Kleintiere wie zum Beispiel Kälber vorhanden. Einen kleinen alten Hof mit Mikromanagement und Heugran. Mit viele kleine Aufgaben, die deinen Alltag bestimmen werden. Einen großen modernen Hof für Mittel- und Großtraktoren. Einen Aussiedlerhof mit Kühen und Schafen, dem wieder neues Leben eingehaucht werden kann, einen bespielbaren Viehhandel, um die ansässigen Landwirte mit Vieh zu versorgen, einen kommunalen Bauernhof für die Gemeindepflege und Winterdienst, einen Bereich für Kleinlohnunternehmen mit angeschlossenem Wertstoffhof, eine Kläranlage mit Güllekaufoptionen, eine große Biogasanlage, diverse Weiden, die mit Animal Grazing genutzt werden können, diverse Freilandsilos und Freilandhallen, die gekauft werden können, Apfelbaumplantagen mit Produktion zu diversen Fruchtsäften, Schreinerei mit Produktion nach Hackschnitzel, Verkauf, Holzverkauf, 130 Felder, Wiesen und Forstgebiete von 1 Hektar bis 6 Hektar, diverse Verkaufsstellen wie ein Landhandel, kleine Produktionen wie Schrebergärten oder Apfelplantagen, Wasser könnt ihr aus den Teichen bzw. Flüsse entnehmen, Wälder für die Baumschubser unter euch sind reichlich da, für Precision Farming vorbereitet. Und nein, es wurden keine Feldeinfahrten vergessen, denn diese sparen sich die Schwaben. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Karte. Okay, es sind einige Mods notwendig. Das gehen wir aber danach, wenn wir das Shop-Menü im Spiel durchgehen, dann sehen wir, was für Mods notwendig sind. Aber es sind schon einige. Es sind 5, 9, 12, 15, 18 Mods. Gut, dann schauen wir uns mal die Karte an. Und so sieht's aus. Wir besitzen Grundstück 120, 24 und 40. 24 und 40 ist ein Feld und bei 120, da wird sich der Hof befinden. Jetzt, wenn ich auf 140 klicke, okay, das ist das kleine Eck hier hinten. Und das ist 34 und das ist 33. Gut. Ja, wir sehen hier, wir haben einige Felder, einige Wiesen, Waldgebiete. Schauen wir uns mal so ein kleines Feld an. Das 69 hat einen Wert von 12.400 Euro und ein größeres wie dieses 81 hat einen Wert von 311.720 Euro. Dann haben wir Wiesen, nehmen wir mal, oder Wiesengebiete, denke ich mal, dass es ist. Hier haben wir 87 für einen Wert von 36.620 Euro und eine größere Wiese mit einem Wert von 280.240 Euro. Dann kann man hier dieses Zwischengebiet, also oder beziehungsweise ein großes Waldgebiet kaufen für 903.496 Euro. Dann eher kleineres Waldgebiet für 31.030 Euro. Also auch als Forstwirt kann man mit einem normalen Startkapital sich hier was aufbauen. Dann sehen wir hier, sind die Höfe gekennzeichnet. Also wenn wir weggehen, das Rosane ist der Hof Eberhard mit Gran. Dann den Hof Schellenberg hier unten, den Hof Diekers. Viehhandel ist der hier. Oder hier, gut, gehen wir weiter. Aussiedlerhof, den hätten wir hier oben. Dann Gemeindebauhof. Na, wo sehen wir es farblich? Könnte es hier sein? Oder hier? Dann den kleinen Luna. Und diese Biogasanlage, die wird dann hier unten sein. Dann schauen wir uns mal die Abladestellen an. Da haben wir hier oben Landhandel Mittishaus, dann eine Bäckerei, Hofladen Eberhard, Wallenverkauf Dika, Pferdehof Wallenverkauf, Kartoffelverkauf, Apfelresteverkauf, Silageverkauf. Hier oben haben wir Wertstoffhof und Mistverkauf. Und das war's dann hier auch. Dann schauen wir mal Ladestationen.
haben wir oben eine Tankstelle, dann eine Hackschnitzelproduktion. Dann hier am Hof haben wir Ballen-Palettenlager, Grastrocknung, Futtermischer, Ballen- und Palettenlager, kleiner Misthaufen und so weiter. Nochmal Ballen- und Palettenlager und kleiner Misthaufen. Dann haben wir hier oben eine Kläranlage. Dann haben wir hier einen Hackschnitzel-Hepp, dann eine Tankstelle und einen Agrarfachmarkt, Kaufstation für Flüssigkeiten und gut, kann ich jetzt nicht rein, oder? Mal rein. Das ist jetzt 4. Kaufstation für Flüssigkeiten, die hat man schon. Schnitzel-Hepp hat man auch. Ja, kann ich jetzt leider nicht draufklicken. Gut, dann schauen wir mal, was wir Produktion haben. Hier oben haben wir Hackschnitzelproduktion, Gartengrundstück, kleines Gewächshaus, Futterherstellung, da haben wir eine Schreinerei und einen Holzhandel. Hier unten haben wir Waldseestüble und Molkerei Michelberg. Dann Tiere haben wir bei unserem Hof, einen Hühnerstall, Jungtierstall, Kuhstall und einen Schweinestallhof oder Schweinestall. Dann verschiedenes haben wir hier Fahrzeughandel, Viehhandel und unser Farmhaus. Dann haben wir hier noch so eine Art Geopositionen. Gut, dazu steht jetzt nichts, aber wenn wir mal über die Karte schauen, können wir mal schauen, was das ist. Dann Wachstumskalender. Gut, wir haben ein paar zusätzliche Produkte, aber sonst ist er eigentlich an unser Region angepasst. Dann bei Güter, schauen wir, was wir zusätzlich haben. Hier fangen wir an. Fruchtsaft, Apfel, Fruchtreste, Getreideschrot, Klee, Kleeheu, Kleesilage, Luzerne, Luzerneheu, Luzerne-Silage und Roggen. Die Stelle haben wir schon gesehen, Produktion. Besitzen wir schon dieses kleine Gewächshaus anscheinend, Grastrocknung, Futtermischer, Getreideschrot, Käseherstellung, Butterherstellung, Gartengrundstück. Gut, und dann wären wir auch schon bereit, dass wir uns bei der Karte selbst umschauen. Das scheint der Hof zu sein. Schauen wir uns mal so ein bisschen um, über den Detailgrad. Aber das Detailgrad ist sehr hoch. Also wirkt sehr schön bei dieser Karte. Sieht auch da überall so Schilder dran und so. Und hier der Hof Eberhards Zell, der ist auch noch extra ausgeschildert. Dann, wenn wir hier starten, hier haben wir einen Farmtech Super Size 800 Güllefass. Dann haben wir einen Fan-Favorit 511C. Dann hier drüben haben wir eine Amazone ZATS 3200 und einen Querneland 4140. Was ist das genau? Sieht aus wie so ein Mähbalken oder so. Und reindrücken, ja, zum Grasmähen was. Dann hier drüben haben wir nochmal eine Sämaschine, eine Neuzen HK25 und NS3030. Dann befindet sich hier auch schon der erste Stall. Ist ein der Jungtierstall von den Kühen. Und dann haben wir da so eine Art Kran. Okay, das scheint so eine Art Heugebläse zu sein. Kranangebläse aus. Gut, jetzt wird der Kran an und das Gebläse aus. Jetzt wollen wir schauen, wo der Kran ist. Machen wir die Tür auf, dann sehen wir es. Oh, da müssen wir alle 4 aufmachen, gut. Oh. Dann haben wir hier drin einen Schäfer 23E mit einer Aalboot Silage-Schneidezange. Okay, der Kuhstall schaut ein bisschen Karton so zu liegen, also ein ziemlich unordentlicher Bauernhof. Dann haben wir den Jungtierstallhof, genau. Dann haben wir was, wenn wir hier unten, okay, da können wir rausgehen, aber da gehen wir dann nachher um. Nur diese Krangeschichte habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre so ein Heukran oder so. Nö. Sind Stromleitungen. Machen wir einfach mal hier auf.
haben wir diesen Kern jetzt. Da haben wir Pöttinger Boss Alpin 241 Ladewagen. Und hier können wir irgendwas abladen. Dann haben wir hier, schauen wir mal, was ist das? Ich bekomme jetzt hier keinen Trigger angezeigt. Aber vielleicht hat das was damit zu tun, wenn ich das jetzt ausschalte. Nö. Dann machen wir den Kran mal nochmal an. Okay, hier kann man dann Heu einladen. Dann haben wir, können wir hier rüber springen. Was haben wir da? Produktionsstätte verwalten. Okay. Hier können wir, das sind so eine Art Heutrocknung. Jetzt haben wir was zum Abkippen. Okay. Da müssen wir sich mal nochmal genau mit dem Gebäude befassen. Um herauszufinden, für was die einzelnen Trigger da sind. Aber ich denke mal, das wird ein Fahrzeug einsteigen, das wird der Fendt sein. Aber hier war ja Kran an, Gebläse aus. Machen wir das mal. Ein Fahrzeug einsteigen, aber das wird der Fendt sein. Ah, jetzt haben wir was im Fahrzeug einsteigen. So, jetzt sitzen wir im Heukran drin. Dann kann man hier Ansicht wechseln, ja. Gut, da kann man gerade bewegen und dann eben hier das einladen, damit es getrocknet wird. Und hier wird man, ja, das kann man nochmal abdrücken. Gut. Oh. Dann hätte man das auch entweder, man, ich weiß nicht, wenn man den hier ablädt, ob man es dann aufladen kann oder aus dem Hänger rausladen. Auf jeden Fall hat man einen Kran, um das hier oben in diese Boxen reinzuladen, damit es dann verarbeitet werden kann. Dann haben wir hier einen Hühnerstall. Und hier, wenn man rein kann, anscheinend kann man mal rein. Nein, aber die Tür kann man hier öffnen. Und da wäre dann das Farmhaus mit den verschiedenen Trigger, Schlaftrigger. Und dann hier so eine Stube. Und hier wäre der Hofladen. Und hier werden wir vermutlich für den Hofladen abladen können. Oder auch hier. Und schauen wir nochmal, geht das Tor auf? Nö. Gut. Oder bist du einfach nicht aktiviert? Weil wie soll man das Produkt dann daherbringen, wenn man jetzt nicht unbedingt Superstärke oder was hat? Das ist ein bisschen problematisch, weil hier ist auch ziemlich eng. Da wäre dann noch ein Gewächshaus. Hier hat man nochmal so ein Heugebläse oder ein Grasgebläse, wo man oben in den Heuboden drauf befördern kann. Hat man hier nochmal den Stall. Jungkälber. Dann haben wir hier einen Belga DK 115 Plattform nur vorne mit Stirnwand und dann nochmal einen Belga DK 115 komplett mit Bordwände und Plane oben. Dann hier hat man Wassertrigger und hier Gülle-Trigger. So ein Förderband noch.
Schauen wir weiter in die andere Richtung. Schauen wir Amazone 10 hier, 4000, super. Und drüber. Dann wenn wir hier schauen. Haben wir auch nochmal so eine Kran-Ausgebläse-Ausgeschichte. Hier so ein Billet-Trigger. Hier oben haben wir nochmal so eine Art Heuboden. Schauen, kann man da aufmachen. Kann man hier aufmachen. Momentan keinen Kran, aber hier haben wir noch einen Schweinestall. Und dann hier kann man Getreideschrot produzieren. Mal hier noch rein. Wir haben es klimatisiert, wir können es schließen. Das sieht aus wie eine Käserei. Also man hat schon einige Möglichkeiten hier im Hof. Hier mal ein Amtsblatt noch. Dann ist hier nochmal so ein Kühllager. Dann haben wir hier einen Bührer 6105. Hier kann man das auch öffnen oder... Na, das wurde zur Seite geschoben. Hier haben wir aber nochmal ein Tor. Gut, da haben wir nochmal so einen Abstellraum. Und dann befinden wir uns hier nochmal wieder hinter dem Gebäude. Nur die Frage, da war nochmal was mit Kran ein- ausschalten. Sehe ich jetzt aber keinen. Hm. Könnte es vielleicht sein, dass dieser Kran ist? Ich würde sagen, es schaut fast ein bisschen aus wie so eine Hackschnitzelheizung. Nochmal rüber schauen, aber da nichts. Vielleicht muss man mit dem Gerät runterfahren, dass das Ganze funktioniert. Was jetzt, wenn ich das so mache? Einfach mal wieder zum Hotel. Gut, da muss man sich ein bisschen damit befassen. Da wird man schon rausfinden, wie es funktioniert genau. Gut, da kann man die Tür wieder zumachen nochmal. Waren wir hier schon auf dem Hof heraus, aber da haben wir noch was. Eine Albut Universal Schaufel. Und hier in dem Gebäude ist auch noch was dran. Eine Hardy Düngerspritze und Joskin Aquatran 10.300S Flüssigkeitentransportfass. Und hier haben wir einen Futtermischer. Also kann man auch Futter mischen hier am Hof. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Würde ich jetzt mal sagen. Und auch hier alles, oder teilweise die Gebäude zweistöckig. Muss mal gucken, ob. Aber es sieht mir jetzt nicht aus wie Mod, sondern auch vom Modder selbst gemacht. Also, wenn man sich den Detailgrad von der Karte anschaut und eben auch die ganzen Gimmicks, würde ich jetzt mal sagen, was da dabei sind, ist schon sehr aufwendig gewesen, diese Karte zu gestalten. Also, hat der Modder sehr viel Liebe reingesteckt. Und auch sehr viel Know-how. Gut, dann wären wir eigentlich durch mit dem Hof. Wir können so nochmal schnell das Dorf schauen. Und noch eine freiwillige Feuerwehr. Also hier kann man ein bisschen Roleplay auch machen. Dann haben wir hier so einen Dorfweiher. Kann man sich dann Wasser rausholen. Man sieht jetzt auch, weil die Gebäude sind unterschiedlich. Also nicht einheitliche Gebäude. Auch abwechslungsreich.
Blumentöpfe oben. Schilderung. Springen wir nochmal durch die Fahrzeuge durch, nicht dass wir auch da mal was vergessen. Da haben wir einen Mähdrescher und so einen Deutzfahr Topliner 4090H mit passendem Schneidwerk und Transportanhänger. Also haben wir so eine Art Maschinenhalle. Wir sind vom Hof entfernt. Scheint eine Weide zu sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, muss man die kaufen oder. Falsche Taste. Na, schau mal, wo sind wir auf der Karte? Ja, die werden wir vermutlich kaufen müssen, um sie dann auch nutzen zu können. Wir haben dann Futterdruck, dann einen Wasserdruck noch mit dabei. Springen wir mal weiter. Den hatten wir schon, da waren wir auch schon drin. Genau, dann. Haben wir alles hoftechnisch gesehen. Vielleicht haben wir so eine oder andere Geräte übersehen. Aber ja. Wird man dann noch entdecken. Würde ich sagen, gehen wir in Flugmodus. Fliegen wir mal ein bisschen über die Karte. Hier sehen wir dieses Dorf. Dann hier scheint auch nochmal ein Hof zu sein. Und da haben wir auch nochmal einen Hof bzw. Stelle. Ein Silo. Da haben wir diesen Holzhandel. Also landschaftlich schaut es auch gut aus, die Karte. Hier haben wir Wälder. Aber da hat der Schwabe ein bisschen an die Forstwege gespart. Dann haben wir hier, denkt dieser Bauhof oder Recyclinghof. Mit der Kläranlage. Ist außerhalb der Karte. Schaut's mit den Straßen aus. Hier wäre die Biogasanlage. Mal auch nochmal einen Verkaufspunkt. Auf der Karte schauen, was es ist. Wir befinden uns momentan hier unten. Eine Produktion, das ist die Molkerei. Oder das ist die Molkerei. Oder beziehungsweise das alles ist die Molkerei. Genau. So eine Solaranlage. Und hier oben haben wir den Osterholzsee. Mit ein bisschen Tourismus. Also so ein. Oh, was wird das sein? Waldseestüble. Also eine Art Restaurant. Dann haben wir hier so einen Heuballenverkauf. Der hätte jetzt fast gesagt Landmaschinenhändler. Und so Landhandel. Dann haben wir so einen Unterstand. Also so ein Silo mit drin wäre. Ja. Ein bisschen einlagern.
haben wir auch noch mal einen Hof. Und da ist der Ort. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze noch mal ein bisschen von oben an. Das haben wir nicht geschaut. Wir haben ja hier diese Pfeile. Hier mit diesen roten. Schauen wir mal, was das ist. Oder um was es da geht. Okay, das hier ist ein Silo. Jetzt schauen wir uns noch mal einen an. Jetzt sind wir zu weit. Sind vielleicht so Points of Interest, die man sich anschauen kann. Das war auch nochmal ein Silo. Also zumindest werden dann nochmal Stellen gezeigt, wo was Spezielles ist. Schauen wir mal, was hier ist. Gut, ob es den Fahrzeugstand betrifft. Aber sieht fast so aus. Vermutlich ein Hinweis, dass hier auch noch was ist. Machen wir es nochmal über die Karte. Hier ist der Holzhandel Hepp. Hier Tankstelle und Landhandel nochmal. Hier können wir so Dinge abladen wie Rüben, Silage, genau, hier ist Beschriftung mit dabei. Damit man auch gleich weiß, und hier Kartoffeln, damit man auch gleich weiß, wozu die Trigger gut sind. Und so eine kleine Hausansammlung. Gut, haben wir das soweit gesehen. Jetzt können wir auf der Karte, haben wir doch noch mal irgendwas gehabt. Ich glaube jetzt nicht, da haben wir noch mal, da ist eine Markierung, dann könnte man dem vielleicht noch mal ein bisschen ausfinden, wofür die sind. Also da ist noch mal ein Silo. Scheint diesen Hof hier zu betreffen. Kann man Hallenbeleuchtung einschalten, aber machen wir mit Flugmodus aus. Das Tor nicht öffnen, da wird man es wahrscheinlich kaufen müssen. Wir können sie ja mal kurz kaufen. Was sind wir denn hier unten? Okay, das ist ganz der Rest. An der Karte. Aber da können wir jetzt eine Hallenbeleuchtung anschalten. Aber trotz, dass wir es gekauft haben, nicht in die Halle. Also scheinen jetzt nicht nur Silos zu sein, sondern auch so Points of Interest, würde ich jetzt sagen. Dass man halt alles auf der Karte sieht. Ein Jägerstuhl. Und genau, jetzt fliegen wir nochmal in die Höhe. Sehen wir die Karte im Ganzen nochmal. Also es ist eine sehr schöne Karte mit hohem Detailgrad. Für alle was dabei, also an alle gedacht. Auch viele Dinge mit dabei, also mit dieser Hofkran und verschiedene Produktionen am Hof. Also jetzt würde ich jetzt sagen, für Einzelspieler wie Multiplayer eine wirklich sehr interessante Karte. Dann
Auch für alles, also Agrar, also so, na, sagt man denn dazu? Also Feldbearbeitung, dann Tierhaltung und Forst, das ist für jeden was dabei. Und dann eben diese Roleplay-Geschichte, wo er schreibt, wir könnten mal das beim Viehhandel anschauen. Also schreibt er, dass man da hier das auch oder auch bespielen kann, den Hof. Ist die Frage, wie ist es hier umgesetzt? Weil man bis ja eigentlich, weil Viehhandel ist ja eher so eine KI-Geschichte. Also weiß nicht, ob jetzt der Viehhändler hier, ob man als Viehhändler hier das Geld bekommt, wenn jetzt jemand sich im Viehhandel oder wenn sich jetzt jemand Tiere kauft. Habe ich davor zu wenig Geld hinzugefügt? Schauen wir nochmal. Kaufen wir uns das Grundstück mal. Ja. Gut, da haben wir noch so einen Kuhstall mit dabei. Hier wäre dann, ne, das ist ein Hühnerstall. Okay. Kann sein, wenn der hier die Kühe oder wenn jemand hier einen Kuhstall hat mit Tieren, dass man hier quasi an die anderen Spieler diese verkaufen kann. Gucken wir mal hier rüber. Und das ist ein schneller Rennmodus. Hier haben wir die Möglichkeit, sich Tiere zu kaufen. Nochmal muss aber der Hofbesitzer vom Hofliga die auch kaufen. Aber dem, der kann ja auch, ist ja eher ein bisschen hinten verborgen, dieses Tierlogo. Kann man sich jetzt, wenn man hier Roleplay macht und hier eben diesen Hof nimmt, um dann Tiere zu kaufen, ist dann auch über hier unter Umständen verkaufen. Also an die regulären Spieler. Dass man hier dieses Roleplay mit Viehhandel zum Beispiel hat. Gut, würde ich sagen, schauen wir ins Baumenü noch. Jetzt schauen wir uns mal die Texturen an, die hier verbaut sind. Sieht aus wie die Standardtexturen. Bäume sind auch Standard, Pflanzen auch. Dekoration haben wir die Standardzäune, Standardlampen. Und beim sonstigen haben wir Standardgebäude und dann eben aus den jeweiligen Mods, wie diesen Kuhfarmpack-Mod, diesen Tor- und Zaunelement, dann aus dem europäischen dekoratives Gebäudepaket-Mod, diese verschiedenen Häuser. Mit denen die Ortschaft halt gebaut ist. Genau, dann schauen wir halt zu die Tiere. Dann mal die Standardstelle und dann aus dem Kartenmod selbst. Hier hat der Modder auch verschiedene Ställe gebaut. Und so Weiden, oder beziehungsweise die Weiden werden Standard sein. Nur hier nochmal, dass man es wahrscheinlich verkaufen kann. Und auch ein bisschen aufgepeppt. Also Standardweide hat ja 15 Tiere. Und hier die Kühe, oder hier haben wir 50 Tiere und eben entsprechend mehr Fütterungsmöglichkeiten. Dann noch so einen großen Kuhstall, weil Pferde sind die Standardstelle, Schweine sind Standardstelle und dann modifizierter Standardstall mit 7 Schweinen. Dann Schafstelle haben wir Standardstelle und hier
hier aus dem Kartenmod selbst noch diesen Schafstall-Aussiedlerhof oder beziehungsweise ein modifizierter aus diesem Kuhfarmpack-Mod. Sehen jetzt ähnlicher aus, kann aber hier sein, dass Verkaufen geht. Dann Hühnerstelle haben wir Standardstelle und dann veränderte Stelle. Gut, Anzahl ist dieselbe, vermutlich, dass man es verkaufen kann. Dann Bienen haben wir die Standardgeschichten und sonstiges unsere Hunderte. Bei Produktion haben wir die Standardproduktion und dann aus dem Kartenmod selbst nochmal diese Biogasanlage. Dann eine modifizierte Schreinerei. Dann Getreidemühlen aus dem deutschen Getreidemühlenmod. Und dann aus dem mittleren Biogasanlagenpack diese Biogasanlagen, die verschiedenen. Und hier sehen wir auch nochmal, ist jetzt eigentlich nicht modifiziert, denke, dass es auch wieder ist, dass man es entfernen kann von der Karte. Dann Verkaufsstellen haben wir Standardverkaufsstellen. Gewächshäuser haben wir zum einen Standardgewächshäuser und dann also Folientunnel-Mod, dieses große Gewächshaus. Und aus dem Gartengrundstück-Mod diese verschiedenen Gartengrundstücke. Dann aus dem Gewächshäuser-Mod diese verschiedenen Gewächshäuser noch. Dann Plantagen haben wir Standardplantagen und Generatoren sind auch Standard. Bei Gebäude haben wir Standardgebäude und dann aus dem Kartenmod nochmal diese verschiedenen Garagen, Maschinenhallen. Dann diesen Eckschuppen. Dann offene Halle aus Holz, aber diese ja eigentlich auch standardmäßig. Nur eben, dass man es wahrscheinlich vermutlich wieder abreißen kann. Hier auch nochmal verschiedene Hallen. Dann haben wir aus dem Eckschuppen-Mod noch diese Eckschuppen-Mod noch diese Gebäude, Kuhfarmpark-Mod, diesen Metallschuppen und modernes Maschinenhallen-Paket-Mod. Da haben wir diese verschiedenen Garagen und Unterstände mit Werkstatt und so weiter. Und dann aus dem alten Struktur-Mod haben wir diese Markisen und aus dem alten Holzschuppen-Mod diese Holzschuppen mit ohne Solaranlage. Und dann nochmal so Lagerhallen aus dem VDI große Lagerhallen-Mod. Bei Silos haben wir die Standard-Silos. Und dann nochmal aus dem Kartenmod selbst hier so eine Silo-Halle. Dann aus dem Kuhfarmpack-Mod dieses Getreidelager 22x10 Meter mit Silo. Dann haben wir hier noch aus Lizard-Silos verschiedene Silos mit unterschiedlichen Füllmengen. Und dann aus dem modernes Maschinenhallenpaket-Mod diese moderne Halle mit Silosystem und hier mit Silosystem ohne Vordach. Und dann noch einen kleinen Misthaufen aus Holz aus dem gleichnamigen Mod. Silo-Erweiterung haben wir auch wieder die Standardgeschichten und dann schon aus den aufgezählten Mods nochmal zusätzliche Silos oder Silo-Erweiterung. Dann bei Container haben wir die Standardgeschichten und dann aus dem Kartenmod selbst nochmal. Hier ist so eine Kläranlage. Wird nur, oder Kläranlage haben wir gesehen. Ja, ist halt hier kein Bild nicht drin. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Tankstellen und so Silos. Aus dem Verbrauchsgüter-Kaufstation-Mod. Um eben hier verschiedene Dinge zu verkaufen. Und aus dem Kuhfarmpack-Mod haben wir noch diesen Flüssigdünger-Tank. Dann bei Tools haben wir die Standard-Tools und dann Bodenebene Fahrzeugwaage aus dem gleichnamigen Mod. Und bei Farmhäuser haben wir Standard-Farmhäuser. Dann aus dem Oberleitner-Mod diese Bank und aus dem Kuhfarmpack-Mod dieses Farmhaus. Und hier nochmal aus dem europäischen dekoratives Gebäudepack-Mod diese verschiedenen Trigger, also Schlafauslöser und Garderobenauslöser. Gut, dann sind wir hiermit auch schon durch. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen, könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.